wir gucken uns jetzt hier in diesem Video von PackSafety X100 an. Das ist eine schnittsichere Tasche, die man als Hüfttasche tragen kann. Das ist eigentlich ganz gut, auch im Urlaub, gerade auch jetzt, wenn es warme Wetter kommt, wo man unterwegs ist und halt eben vielleicht nur eine Kamera dabei hat und nicht unbedingt einen Fotorucksack, wo man normalerweise, wie ich zum Beispiel, auch da einfach seinen Schlüssel reinmacht, seine Papiere und seine Brieftasche und so weiter. Dafür ist dieser Gürtel halt eben wunderbar gedacht. Wie der genau jetzt funktioniert und aussieht, das zeige ich Ihnen jetzt. Diese Hüfttasche ist natürlich, wie alle PackSafe-Produkte, sehr hochwertig verarbeitet, ist ultraleicht, muss man sagen, ganz dünn, hat auf der Rückseite hier noch so ein etwas weicheres Material, damit, wenn man halt eben auch das T-Shirt mal aus der Hose kommt und die Tasche vielleicht ein bisschen mehr auf der Hüfte bzw. auf der Haut am Bauch irgendwie aufkommt, dann ist es halt eben auch ein sehr angenehmes Tragegefühl. Diese Hüfttasche zum Tragen hat also einen einstellbaren Hüftgurt, der wird hier vorne einfach mit so einem Klippverschluss geöffnet. Und dann natürlich auch verschlossen, logischerweise. Er hat also diesen einstellbaren, diese schnittsicheren Stahlseile, die hier eingearbeitet sind. Die sind also hier am Rand. Wenn man mal so richtig fest drauf drückt, dann kann man das auch sehen. Das heißt, hier kann man also jetzt nicht einfach den Hüftgurt durchschneiden und die Tasche selber vorne kann man also auch nicht einritzen. Natürlich von der Rückseite auch nicht. Wir haben es hier auch mit einem RFID-blockierenden Material zu tun zum Schutz der sensiblen Daten. Sie wissen ja, man kann auch mittlerweile halt eben mit Geräten einfach die Daten, die halt eben auf dem Chip, der zum Beispiel in der Kreditkarte sich befindet, halt eben einfach auslesen. Das ist halt eben hiermit dann auch verhindert. Diese Folie ist also hier eingearbeitet auf der Vorder- und Rückseite und wir haben hier einen verdeckten Sicherheitsverschluss. Den kann man also ohne weiteres so nicht sehen. Wenn Sie die Tasche einfach so vor sich haben, dann müssen Sie erstmal gucken, ne, wo ist denn hier der Reißverschluss. Sie als Träger wissen das natürlich auch, der befindet sich immer links auf der Seite und dann haben wir hier einfach den Zugriff auf das Hauptfach. Die Hüfttasche wird natürlich ganz einfach befestigt, der Klippverschluss wird einfach gelöst. Dann muss man das so, je nachdem, bei dem einen oder anderen dauert es ein bisschen länger, je nach Bauchumfang auch dann die Hüfttasche hier einfach um den Bauch bzw. die Hüften einfach drumherum schlingen und dann hier mit dem Klickverschluss, der auch hier jetzt einfach in der Tasche dann vorne verschwindet, einfach umlegen. So sieht es auch ein bisschen bequemer aus. Und hier oben habe ich also jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel mein Smartphone oder halt eben auch meine Brieftasche dann einfach hier oben unterzubringen. Und das Ganze wieder zu, ist alles gut geschützt. Und wie gesagt, gerade wenn das Wetter auch ein bisschen wärmer wird, wir haben jetzt so Mai, sieht noch nicht ganz so gut aus, aber tagsüber schon ganz gut warm. Und man hat eben auch im Sommer, der ja hoffentlich kommt, unterwegs ist und zum Beispiel halt eben einfach nur eine Kamera mit hat, keinen Fotorucksack und nichts anderes, dann ist es halt auch ganz gut, wenn man seine Wertsachen dann hier einfach in dieser Tasche verstaut hat. Selbstverständlich kann man hier natürlich auch Fotoequipment reinmachen. So an zweiter Stelle würde ich jetzt mal sagen, vielleicht die vollgeschossenen SD-Karten, also die Speicherkarten oder halt eben auch den einen oder anderen Akku kann man hier reinmachen. Und natürlich ist auch noch Platz drin für einen Pullfilter zum Beispiel. Das war also der kleine Produktfilm über die PackSafe 100, die X100, die Hüfttasche mit dem eingebauten Diebstahlschutz hier bei uns im Shop.